So, da bin ich mal gespannt, ob uns da doch was fehlt. Oh, das sieht gut aus, wenn jetzt hier noch zwei Fünfer drin sind. Oh. Ah, hahaha. Yay! Stampfzielübungen. Super, dann haben wir hier alles. Dann können wir ja wieder nach Hause. Tada! Das sah doof aus. Bad Sonnenaufgang heißt auch noch Bad Sonnenaufgang heißt auch noch Bad Sonnenaufgang. Da bin ich sehr beruhigt. Das sind schon mal die ersten beiden. Die ersten drei Level. Die noch so heißen, wie sie heißen. Gut, dann geht's jetzt ab in die Villa Sonne, genau. Und da haben wir auch ein wundervolles Skateboard-Level. Es ist einfach besser als Tony Hawk. Das war jetzt gerade nicht ernst gemeint, aber ich hoffe, ihr habt das verstanden. Wir haben auch schon wieder 500 Edelsteine. Und zum Glück können wir dieses Level dann auch zu 100% direkt abschließen. Und wir können hier natürlich auch einen Könnerpunkt holen, genau. Jetzt, wo ich hier diese Dinger sehe. Und hier ist auch eine Blume. Blümchen sind ja so ein bisschen verdächtig seit dem ersten Teil. Oh yeah! Kannst du uns helfen? Horden wilder Rinox haben unsere Stadt überrannt und den Bürgermeister entführt. Okay. Ist hier gegen die Wand gelaufen? Ich glaube schon, ne? Aber das hat er, glaube ich, auch im ersten Teil gemacht. Lass mich nur wieder zu Atem kommen und dann mache ich den Kerl fertig. Die gucken alle so komisch, so, ich bin der Geilste. Den beiden haben wir es gezeigt. Wenn sie nicht in der Überzahl gewesen wären, hätte ich sie schon lange erledigt. Ja, ja. Laber du mal. Das sieht auch lustig aus mit den Stäben davor. Achso, auf jeden Fall, wir müssen für diesen Könnerpunkt müssen wir alle Bäumchen abfackeln. Hör du mal auf, hier so fröhlich rumzulaufen. So. Haben wir hier alles? Das ist immer so ein bisschen knifflig hier mit dem hohen Gras, ne? Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ah, guck mal, da haben wir noch ein Zweier übersehen. Gut, Froschi. Ja, den hat Sparks jetzt direkt mitgenommen, komischerweise. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Hallo. Der sieht so aus, aber richtig viel Bock auf seine komische Keule da hat. Dieser Rinox ist zu groß zum Stürmen. Du kannst ihn mit Hilfe von Angriff rösten. Zack. Dude. Erstmal hier die kleinen Edelsteinchen aufheben. Das ist wichtiger. Hier haben wir noch einen, so ein Bäumchen. Hier sind noch zwei von denen und wieder ein Bäumchen. Also auf jeden Fall wichtig ist, jedenfalls war das im Original so, dass wir, wenn wir hier die Bäumchen abgefackelt haben, dass wir dann nicht, nicht in ein anderes Level-Abteil gehen dürfen, wo es geladen werden. Oh cool, das hat sogar das Fett daraus gespritzt, ist ja geil. Sah ein bisschen komisch aus, aber okay. Denn dann sind, werden die wieder zurückgesetzt, die Bäumchen.
Ich glaube, das ist auch genauso, wenn wir sterben, dann wird es auch wieder zurückgesetzt. Wir holen uns jetzt erstmal hier das Ei. Vanessa. Ich will das jetzt auch nicht testen, ob die das behoben haben. Das ist nämlich ein bisschen nervig. So. Ich glaube, wir fliegen dann erstmal da hinten hin. Und gehen dann nicht in das Schiller-Level, denn dann würde ich genau das machen, was ich eben gerade gesagt habe. Das Schiller-Level machen wir dann zum Schluss. Ich will mich erstmal mit dem Skateboard-Level dann quälen. Da liegt aber ein Zehner. Ich hole mir erstmal den Zehner. So. Wenn wir nämlich jetzt Sheila nicht vorher befreit hätten, aus dem Käfig, dann hätten wir das Level von ihr nicht betreten können, was da oben ist. Und das habe ich jetzt eben gerade dann einfach mal abgekürzt, indem ich erst das Level von Sheila gemacht habe. Und dann hier das hier. So, hier gibt es sogar zwei Könnerpunkte, fällt mir gerade ein. Wir müssen nämlich den Streckenrekord brechen vom Skateboard-Level. Und wir haben das nächste Ei hier oben. Miles. Wunderschön. Unser 10. Ei. Wuhu. Gut, dann gehen wir jetzt weiter nach oben. So, hier machen wir weiter. Hi Spyro. Immer wenn dir eine Fee so einen Funken verpasst, bedeutet das, dass dein Fortschritt gespeichert wurde. Hast du Ärger? Kehrst du zum letzten Funken zurück. Dankeschön. Ach genau, das Riesenhühnchen. Jetzt hat der Typ nämlich eine Keule. Ach, Mann, das ist so schlimm, dass meine Nase. Sie läuft wenigstens nicht, aber sie juckt. Wow, mir ist schwindelig. Wow, mir ist schwindelig. Wow. Oh nein. Puh. So. Nein, es hat sich auch. Danke für die Hilfe. Aber ich denke, mit der Zeit hätte ich ihn besiegt. Ich dachte gerade, es hätte sich aufgehangen. Der ist ein bisschen buggy, der Typ. Also am besten nicht zu nahe kommen da. Lass mich bloß in Ruhe, bleib da stehen. So. Bin ich mal gespannt, ob wir alle Dinge abgefackelt haben, alle Bäumchen. So. Nämlich oben bei dem Skateboard-Level noch eins. Danke für die Rettung unserer Stadt. Als Bürgermeister belohne ich dich mit einem unserer berühmten Riesenhühnereier. Sanders. Ich finde es schade, dass... Tut mir leid, das war das hässlichste Huhn, das ich je gesehen habe. ich finde es ein bisschen schade, dass sie... nicht die Drachen noch angepasst haben, dass sie sich nicht wiederholen mit ihren Vorführungen da. Das müsste der letzte Baum sein. Ja, da haben wir den Könnerpunkt erhalten. Wunderbar. Und wir machen direkt das wunderbare Level. Wow! Das ging schnell. Ich habe jetzt gedacht, da wird so voll die Ladezeit kommen. Das ist natürlich sehr cool. Okay, dann erzähl mal. Hi Spyro, ich habe diese Übungsarena für Gladiatoren gefunden, die gleichzeitig ein toller Skatepark ist. Willst du dein Können auf dem Brett beweisen? Ja. Ich wette, du schaffst es nicht, alle 15 Echsen zu fangen, die hier rumlaufen. Komm zu mir, wenn du ein paar Tipps vom Meister willst.
Nee. Fang die Echsen. Okay. Oh Mann. Okay, Nummer 1. Nummer 2. Oh, es lässt sich... Ich glaube, es lässt sich besser steuern als im Original. Wow, was ist hier passiert? Das ist auf jeden Fall sehr gut. Ich glaube, hier hängen auch noch welche, ne? Ja. Wow. Also das Board dreht sich echt sau schnell. Da muss ich noch mit klarkommen. Was aber auch heißt, dadurch, dass sich das schneller dreht, kann man mehr Punkte kriegen, weil man halt schnell mehr Umdrehungen hinkriegt. So. Guck mal dich mal da oben. Du, natürlich auch. Dann holen wir mal die hier unten. Ja, genau, es sind nämlich zwei. So. Dann den in der Halfpipe, beziehungsweise zwei in der Halfpipe. Einer ist, genau, in der Luft und der andere läuft da rum. So, sehr schön. Auch von den Edelsteinen noch mitnehmen. Und dann müssen wir noch da oben hin. Ich finde das auch mit dem Springen ganz cool, weil damals hat er halt auf dem Board so festgeklebt, was er jetzt nicht mehr tut. Das ist schön. Na, den einen hätten wir. Den zweiten auch, wunderbar. Hey, Spitze! Während du skaten warst, habe ich das hier in einem Echsenbau gefunden. Emily! So, dann hauen wir mal meine zweite. Wenn du alle Echsen fängst, bevor die Zeit abgelaufen ist oder du stürzt, kann ich vielleicht noch ein Ei beschaffen. Aber das wird nicht einfach. Ja. Schnapp sie dir, Spyro. Okay. 3 Minuten haben wir Zeit. Sollten wir eigentlich hinkriegen, oder? Ich mach dann erstmal die hier drüben, fahr dann hoch und nehme den anderen mit. Das glaube ich besser, wenn ich das so mache. Obwohl, weiß ich nicht. Es kann natürlich auch sein, dass das jetzt voll Zeit gekostet hat. Wow. Aber was mir nicht so gefällt, der kriegt so den Boost im Springen irgendwie. Das ist ein bisschen komisch. Also er springt weiter und höher, als er eigentlich sollte von der Geschwindigkeit her. Hallo? Nun. Mein Auge juckt jetzt, das ist natürlich noch besser. So, dann machen wir die hier unten dann noch direkt. Du. Du. Scheiße, mir fehlt einer. Haha. Ich habe doch noch die Kurve gekriegt. Wo ist der letzte? Wir haben immerhin noch 2,5 Minuten Zeit. 1,5 Minuten Zeit. Da, natürlich. So. Boah, das war klasse. Und guck mal, da war noch ein Ei im Echsenbau. Daisy. Ich finde schön, dass die jetzt vertont sind quasi. Wir holen erstmal die restlichen Edelsteine und machen uns dann an die Punkte, würde ich sagen. Hab
da gerade gesehen, er kriegt halt so einen merkwürdigen Boost halt. War hier oben nicht eine Flasche oder so? Yo, läuft. Crush? What the hell is Crush? Galb? Achso, weil wir uns... Okay. Gut. Wie gesagt, ich kümmere mich jetzt erstmal... um die Edelsteine hier. So. Das haben sie ja auch geändert, weil ich meine, hier oben drauf hätten Edelsteine gelegen. Die lagen jetzt aber davor. Was jetzt nicht heißt, dass das schlecht ist. Weil die habe ich nämlich öfters mal übersehen. So. Es sind noch keine Flaschen, die hier rumhängen. Das ist schön. Ach stimmt, wir können uns ja eigentlich anzeigen lassen, ob hier in dem Level noch was liegt. Werde ich jetzt, glaube ich, auch direkt mal ausnutzen. Da oben wahrscheinlich, ne? Ja, natürlich. So. Liegt hier noch was? Zuckt auch noch mein Ohr. Oh, wunderbar. Achso, die Punkte waren... Warte, 3200? Ich dachte 10.000 oder so. Ist auch schön, dass das Skateboard kaputt bricht in der Mitte. So, zeigst du da hin? Ja, das ist schön, dass er da hin zeigt. Kann ich das abbrechen und neu machen? Die Grundlagen kennst du jetzt. Also probier ein paar Stunts aus. Benutze Sprung oder Aktion, um von Rampen zu springen und dich in der Luft zu drehen. Ich glaube, das hat er damals gar nicht gesagt, dass das so funktioniert. Es geht schneller, meines Erachtens. Habe ich das Gefühl. Da war doch nur eine Flasche, oder? War ich jetzt blöd? Weiß ich nicht. Nee, was war denn das Rote, was ich da gesehen habe? Keine Ahnung. Okay, den habe ich aber noch gekriegt, das ist sehr schön. Es wird immer noch genauso bescheuert gezählt wie damals, dass das nicht richtig erkennt. Ich habe den Streckenrekord auf jeden Fall gebrochen. Fähigkeitspunkte erhalten, guck mal hier an. Schön, dann haben wir hier, glaube ich, alles erledigt. Oh, wunderbar. Ich hoffe nicht, dass es noch irgendwie eine Trophäe dafür gibt, dass wir eine bestimmte Anzahl an Punkten hier bekommen müssen. Ich verpiss mich jetzt einfach mal wieder. Aber das ist schön, dass es so schnell ging hier. Okay. Dann gehen wir ins Sheila-Level und hoffen, dass da die letzten Edelsteine sind, die uns fehlen. Bei dem Stieler-Level habe ich auch immer ein bisschen meine Problemchen irgendwie gehabt.
Mal sehen, ob das jetzt immer noch so ist. Hey Spyro, überall sind Rhinoxe. Vielleicht finde ich auf der Spitze dieses Turms ein bisschen Ruhe und Frieden. Es ist echt so verwirrend, dass das so schnell mit den Ladezeiten geht, beziehungsweise dass sie einfach nicht vorhanden sind. Ich habe meine Liebste verloren. Sie wird von bösen Rhinoxen auf der Spitze dieses Turms bewacht. Kannst du sie für mich retten? Natürlich kann ich das. Gut. Können wir hier schon drüber springen? Ja, so nicht. So auf jeden Fall nicht. Bevor wir das hier vergessen, direkt als erstes holen. Ne, da hätten wir auch nicht drüber gekonnt. Hier liegt noch einer. Da oben drauf liegt, glaube ich, auch noch einer. Ja. So. Dann geht's jetzt weiter. Wie gesagt, also das mit dem Timing habe ich noch nicht so ganz raus. Aber ich wurde bisher noch nicht getroffen und damals im Original war das schon ein bisschen öfter. Ach Mann. Mit dem Timing ist noch nicht so mein Ding. Okay. Ja, fall mal einfach mal runter, ist auch okay. Ich muss gucken, ob da oben was drauf ist. Ich müsste sowieso zurück, aber ich glaube, hier muss man gar nicht lang, wenn man zurück will. Okay, hier haben wir jetzt schon zwei Gegner. Da geht's lang. Uah. Timing und so, ne? Sag ich immer wieder gerne. Das mit dem Timing, das habe ich noch nicht so ganz. So, jetzt müsste es, glaube ich, das letzte sein. Ja. Lass dich eine Edelsteine holen, hoffentlich. Ne, ein Einer fehlt. Ich habe eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt. Lucy! Wie die auf ihrem Kaugummi kaut, ne? Direkt erstmal. Okay, ja, Sparks, dann hau mal rein. Ist doch nur ein großes Level, was uns da fehlt. Sieht so aus, ne? Oder es liegt noch da oben rum, aber ich glaube nicht. Eigentlich würden wir das mit Sparks. Ja, das interessiert mich jetzt aber. Wie das ist. Weil Sparks kriegt ja eigentlich die Fähigkeit, die Sachen anzuzeigen, oder? Hä? Ach, da! Ach Gott. Auf jeden Fall braucht es ja, glaube ich, die Fähigkeit, das anzuzeigen, wo die sind. Warum ist das Hühnchen da?
Uhr. Da ist ein Huhn. Ich hoffe, es ist nicht das Einzige. Komisch. Ich meine, das wäre damals auch nicht gewesen. Ich sag mal damals. Im Original natürlich. Gut, wir haben dieses Level vollständig. Wunderbärchen. Und wir sind wieder bei 900 Edelsteinen. Und werden jetzt, würde ich sagen, ein Level machen wir auf jeden Fall noch. Dieses Wolkending da. Pass auf, Jäger, die gruselige Zauberin. Ich hab dich doch gewarnt. Hier ist es gefährlich für kleine Drachen und Miezekatzen. Oh, danke, aber wir können auf uns aufpassen. Dann passt mal hier rauf. Auf. Komm nach der Hexenschule wieder, okay? Hey. Bilde ich mir das ein, oder ist sie süß, wenn sie wütend ist? Na gut, das war jetzt eigentlich so ein gutes Ende. Deswegen würde ich sagen, hören wir hier auf. Ich nehme einfach morgen nochmal auf. ich hoffe, euch hat der Beginn dieses Let's Play gefallen. Und hoffentlich sehen wir uns dann bei der nächsten Aufnahme wieder. Tschüss!